Du hast meinen Kanal abonniert, um Nützliches von Unnützen zu trennen und dein Leben gesünder und entspannter zu gestalten. Dieses Video hier leistet einen sehr großen Beitrag genau dafür. Wusstest du, dass die Omega-3-Fettsäuren, Docosahexaensäure und Eicosapentaensäure, also DHA und EPA, nicht essentiell sind? Da bekommt man im Internet doch eigentlich einen ganz anderen Eindruck, oder? Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Ich bin Samu und begleite dich in deinem Leben. Wie kommt man eigentlich darauf, dass die beiden Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA so wichtig sind und man diese entsprechend an jeder virtuellen Ecke in Form von Fischöl, von Kapseln oder Algenöl, das ist die vegane Variante, kaufen kann. Die Geschichte begann in den 70er Jahren mit zwei dänischen Forschern auf Grönland. Dort wurden wenige Herz-Kreislauf-Erkrankungstodesfälle und Schlaganfälle festgestellt. Man nahm an, dass das an der Ernährung lag und an den vielen Omega-3-Fettsäuren, die da quasi in so einer maritimen Ernährung eine Rolle spielen. Und ja, war ein Mythos geboren. Der wurde allerdings recht schnell von der Wissenschaft auch wieder zu den Akten gelegt, da zum einen die Inuit generell eine viel niedrigere Lebenserwartung haben und ja, meist starben, bevor irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen überhaupt zum Tragen kommen könnten, analog natürlich auch den Schlaganfällen. Und aber noch viel entscheidender, ne, die zugrunde liegenden Gesundheitsdaten der zwei Forscher auf Grönland waren falsch. Studien und Quellen dazu findest du alles immer unten auch in der Infobox. Ne? Alles, was ich sage, ist belegt. Aber was passierte, nachdem sich diese These, dass die Omega-3-Fettsäuren uns vor Herzkrankheiten schützen, als falsch herausstellte? Die Nahrungsergänzungsmittelindustrie und ihre gut verdienenden Handlanger, auch Affiliate-Blogger und Vlogger genannt, referierten einfach weiter, immer auf die angeblich herzschützenden Effekte und verdienen an diesem Mythos. Ja, kann denn wirklich kontrollieren, wenn ich jetzt eine Omega-3-Fettsäure-Kapsel nehme, oh, das hat jetzt mein Herz geholfen. Ja. Die aktuellste Metastudie von der Cochrane Collaboration spricht eine deutliche Sprache. Die Cochrane Collaboration solltest du dir merken. Es ist gerade mittlerweile gibt es ja zu allem eine Studie. Sie ist qualitativ eines der besten wissenschaftlichen Institute, die es gibt. Und das ist ein absoluter Qualitätsmaßstab. Die Finanzierung dieses Netzwerkes hat extrem strenge Richtlinien, weil die Finanzierung von Studien ist oft ein Grundproblem. Und gerade wenn es um Interessenskonflikte geht, da ist die Cochrane Collaboration wirklich einfach 1A und gilt als absolute, wenn man in Studiensprache spräche, Goldstandard. Ich sag das nur, weil garantiert, irgendeiner mit irgendeiner publiken Studie um die Ecke kommt oder mit einem YouTube-Video von irgendeinem YouTuber, der irgendeine publische Studie postet, ne, der üblichen Alternativgesundheitsdoktoren, das dann unten in die Kommentare postet und sagt, nö, es ist nicht so, Omega-3-Fettsäuren sind wichtig. Und EPA und DHA sowieso. Ja, sie führen oft an, dass die Docosahexaensäure zugeführt werden muss. Lass dich bitte nicht, bitte, nicht von einem professionellen Auftritt, einer tollen Brille oder einem Doktortitel blenden. Schau auf die Fakten. Omega-3-Fettsäuren haben keinen oder nur einen sehr geringen Effekt auf die Herzgesundheit. Mittlerweile hat das sogar das Bundesamt für Risikobewertungen auch zur Kenntnis genommen und Omega-3-Fettsäurekapseln teilweise aus dem Verkehr genommen. Unternehmer aus dem Verkehr genommen, weil die entsprechende Werbung, dass sie für Herzkrankheiten irgendwie gut sein sollte, nicht zulässig ist. Verbrauchertäuschung. Siehe dazu auch mein anderes Omega-3-Fettsäure-Video. Da habe ich explizit auf das Bundesamt für Risikobewertung und auch die potenzielle vielleicht Gefährlichkeit von Omega-3-Fettsäuren Bezug genommen. Das findet ihr unten. Man könnte das Video einfach an der Stelle beenden. Ja? Und du bist gut informiert. Aber ich möchte heute noch einen Schritt weiter gehen und dir jetzt ein Gedankenmuster vorstellen, was du auf viele Sachen übertragen kannst. Denn es bringt nichts, wenn immer irgendwas auftaucht, ich entkräftige das oder andere entkräftigen das und was, ah okay, sondern so ein Gedankenmuster ist wichtig.
weil man das auf alles übertragen kann. Das ist jetzt nicht mehr 100% wissenschaftlich, aber das braucht es auch nicht. Denn die Wissenschaft hat die Omega-3-Fettsäuren, wie ich gezeigt habe, ja, sowieso ganz klar bewertet. Da braucht es jetzt aus wissenschaftlicher Seite kein Statement mehr. Also, die Omega-3-Fettsäure ALA, Alpha-Linolensäure, ist im Gegensatz zu EPA und DHA essentiell. Das bedeutet, unser Körper braucht diese, um zu funktionieren. ALA. Und das bezieht sich nicht nur auf das Herz. ALA können wir problemlos mit Leinsamen, mit Hanfsamen, mit Walnüssen und so weiter aufnehmen. Auch in den Mengen kein Problem. ALA ist essentiell. Wir haben in unserem Körper die Fähigkeit, bedarfsgerecht EPA und DHA zu bilden. Aber das passiert oft nicht. Und daher haben EPA und DHA auch in kleinen Studien partiell zu positiven Effekten geführt. Nichts davon reicht aus, laut Cochrane Collaboration, um eine generell herzschützende oder von einer generell herzschützenden Wirkung zu reden von DHA und EPA. Aber es gab positive Effekte. Lassen wir das mal so stehen. Also, wenn unser Körper EPA und DHA herstellen kann, es aber nicht ausreichend macht, dann machen wir vielleicht was falsch. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir vergessen haben, bei Amazon unsere Omega-3-Fettsäure-Kapsel-Flatrate zu verlängern, sondern dass wir grundlegend Fehler machen. Grundlegend etwas falsch machen. Wenn unsere Fähigkeit, etwas zu produzieren, außer Kraft gesetzt wird. Zum Beispiel bei der Ernährung. Und dann wird es interessant. Alle halbwegs seriösen Studien, wo partiell positive Effekte durch DHA und EPA festgestellt wurden, wurden an Omnivoren durchgeführt. Dort, wo Veganer erwähnt wurden, hat man lediglich festgestellt, dass ein DHA-Mangel existiert. Obwohl ein DHA-Mangel gar nicht existieren kann, da DHL nicht essentiell ist. Wir brauchen es nicht zuzuführen. Und wenn jemand zu viele tierische Produkte isst, dann weiß man mittlerweile, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle stark erhöht ist. Und man da ganz anders bewerten muss. Zusätzlich sind körpereigene Ausgleichsmechanismen beim Omnivoren, wie ich auch beim 2 versus dem 3-wertigen Eisen ganz klar aufgezeigt habe, das Video verlinke ich am Ende vielleicht auch nochmal, behindert. Das bedeutet, mein Beispiel, wenn du jemanden, der aufgrund einer schlechten, einer suboptimalen Ernährung an Eisenmangel leidet, Eisen gibst, dann wird diesem das helfen. Aber das bedeutet nicht, dass wenn jemand aufgrund einer Stoffwechselkrankheit, wo er Eisen nicht so gut verwerten kann, wenn du dem das Eisen gibst, dass dieser auch Eisen supplementieren sollte und dass das bei ihm einen positiven Effekt hat. Fleischkonsum und der Konsum tierischer Produkte führt, wie wir heute wissen, verstärkt zu den gängigsten Zivilisationskrankheiten. Sich als gesund ernährender Mensch, sprich vollwertig und pflanzlich, dann an die Maßgaben zu halten, die man für diese kranke Masse an Menschen herausgefunden hat, ist unsinnig. Das Beispiel zeigt, es ist einfach ein logischer Schluss, den man dann trifft ganz häufig und das macht keinen Sinn. Dieses Muster, das wird dir sehr, sehr häufig begegnen, genau dieses Muster. Auch die Nahrungsmittel- oder Nahrungsergänzungsmittelempfehlungen sind oft überdimensioniert, weil sie sich an einem schlecht ernährenden durchschnittlichen Menschen messen lassen müssen. Das bist du aber eventuell nicht. Vielleicht bist du es doch, dann ist es natürlich... aber... Ne? Zum Glück kannst du gesundheitlich bei den meisten Supplementen nicht allzu viel falsch machen. Es gibt wenige, wo du aufpassen musst, dass du überdosierst. Aber das kostet einfach viel Geld. Das musst du erarbeiten. Und das kostet Energie. Und das ist bei Omega-3, in welcher Form auch immer, völlig unnötig. Völlig unnötig. Ich kann es nur noch einmal sagen. Lass dich nicht blenden von besonders seriös und souverän wirkenden Personen. Da gibt es viele, die wirklich richtig souverän wirken, die erfolgreich sind. Lass dich da nicht blenden davon. Da kann genauso Gutes sagen wie jemand, der
ist es erfolgreich. Schaut uns einfach mal die Quellen an, die Fakten. Und dann erkennt man, dass bei den meisten Menschen, dass sie einfach nur hoffen, dass man die Quellen nicht wirklich anklickt, weil wenn man sie dann wirklich mal durcharbeitet, wenn sie denn Quellen gepostet haben, dann erkennt man dann, was hat denn der sich da rausgezogen? Fehler passieren natürlich, das ist klar, auch mir. Ne? Aber dann steht man dazu, ne? Und bildet sich konstant weiter. Darum geht es ja, es geht ja, keiner weiß alles. Ne? Einfach nur miteinander offen diskutieren. Wer meine Videos am Anfang verfolgt, wird ja genau das bestätigen können. Ich bin mir meiner Verantwortung für dein Leben bewusst und meine Meinung kann sich auch ändern bei neuen Informationen. Und darauf kannst du dich auch verlassen. Auch wenn ich vielleicht nicht immer wie aus dem Ei gepellt aussehe und mal Scheiße sage oder geil. Aber willst du eine Fassade kaufen? Oder einen schicken Anzug? Dann bist du bei mir falsch. Auch wenn ich mir jetzt die Haare mal nach hinten gebunden habe und ein Kompliment erhalten habe, dass es gepflegt aussieht, was völlig irrelevant für meinen Kanal ist. Trotzdem habe ich es gemacht. Willst du echte Informationen und keine vorgespielten irgendwelche Unechtheiten, nur um etwas zu verkaufen, dann abonniere mich, wenn du es noch nicht getan hast. Ich bin anders als die anderen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Schau dir ruhig mein anderes Omega-3-Fettsäure-Video an oder das Eisen-2-wertiges versus 3-wertiges Eisen, wenn du noch mehr Argumente brauchst. Spar dir dein Geld, gib es für sinnvolle Dinge aus. Dein Samu. Muah.